Na. Na? Na. Hat dir der Chef noch alles erzählt, was er mir erzählt hat? Nee. Na, meine Arbeit wurde jetzt gekürzt. Wie gekürzt? Er hat gesagt, vorne mit dir zusammen ist nicht mehr. Soll mich jetzt nur noch einstellen, wenn Auslieferungen sind. Und das ist ja nur dreimal in der Woche. Ja, so wie es klang, will er den Privatkundenbereich ja auch wegmachen, ne? Weil es sich nicht lohnt. Dann bist du ja bald auch arbeitslos. Ja, dann kommen wir dann auf Herrn Daniels zurück. Ach, nee. Innerhalb von 2 Tagen verändert sich alles. Nee, noch hat sich gar nicht verändert. Der Winter, der Chef redet schon seit 5 Wochen von Autowäsche. Ich habe immer noch kein Auto von innen gesehen. Ich denke, morgen macht er das. Glaubt noch nicht dran. Und dann wird es auch nicht so viel sein. Das Geschäft hält sich halt nicht, ne? Nina geht nicht ran. Mein Hat Gott, sich die Ninja oder so wieder mal ja, die hatte gemeldet? versucht anzurufen. Ich versuche sie kreuz zurückzurufen, aber sie geht nicht ans Telefon. So, wer hat denn noch versucht anzurufen? Ich muss von unten hören, nach oben, der Hügel. Da geht auch nicht ans Telefon. Meine Fresse, dass da keiner zu erreichen ist. Das warst du, Nina, Nina. Einen Fehler gefunden. Hast du? Ja, ich bringe nur kurz die Wäsche weg und dann können wir alles durchgehen. Alles klar. Da bin ich ja mal gespannt, ich sehe immer noch nur schwarz. Mann, oh Mann. Passt mal gar nicht, ich bin sowieso schon so ein bisschen Mimimi. Und dann so ein Trauerkeks-RP habe ich irgendwie gar keine Lust so. So dieses, macht sich Sorgen, ob der Job ist, ob es den Job behält und so, habe ich irgendwie gar keine Lust so. Muss ich gestehen. Ich verstehe den Sirius, das Beim ist es. ACLS Meiden ab 9 Uhr könnte ich mein Auto holen. Alles klar, und das können wir ja dann machen. Ich verstehe in Sirius, dass er sagt, okay, wenn er so festgelegt ist mit den Zeiten, hat er keinen Bock drauf. Okay, da kommt der Chef. So. Ich muss kurz noch eine Berechtigung umstellen und dann kannst du das auch sehen. Ist, der ist richtig sauer, der Max, ne? Ist unfassbar. Ich bin gerade sauer auf Chef und die gesamte Situation, bin aus Chefschutz weggegangen. Wo ist Max? Wo ist denn der hin? Was da? Wo ist Max jetzt hingegangen? Du bist auch dabei, sehr schön. Ja, ihr müsst dann die mit mir uns mit mir durchhalten dann, ne, die 12 Stunden. Sehr klar, ne? Also, weil ich bin nach 4 Stunden müde.
Ja, Max, wo bist du denn hingegangen? Ich bin einmal oben rumgelaufen, komme noch von der anderen Seite wieder. Ach so, ich dachte nicht, dass dir was passiert, Junge. Ne, ich passe auf mich auf. Ja. Nee, ich hab das schon gemerkt. Ich weiß nicht, ob es der Chef gemerkt hat, aber ich denke mal schon. Das ist alles Kacke. Welchen denn, dass wir nicht mehr zusammen vorne sein sollen, sondern im Wechsel, meinst du? Nee, auch dass ich ja nur noch arbeiten soll, halt. Ja, kürzer zu halt und dann halt. Ja, nur noch bei den Lieferungen arbeiten darf. Und da brauche ich auch nicht länger als eine Stunde. Ach so. Und das sind 3, 4 Tage. Ja, das ist natürlich nicht viel Verdienst dann, ja. Ja. Wir müssen das doch sehen, wer schon dem Daniels, was der uns Ja. anzubieten hat. Ja, was mich auch stört halt, ja, dass du vielleicht auch in 4 Wochen den Job verlierst. Ja, mal gucken, ne, wie es aussieht. Ja. Und jetzt kommt noch die Autorechnung dazu, ist alles Kacke. Ja, ich verstehe schon, mein Junge, ich verstehe schon. Ja, ne, das ist halt, ja, das wird halt nicht genug angenommen. Es ist halt einfach so, ne, wenn die das mehr annehmen würden. Von der Rhein schon klar. Mittlerweile haben sie auch alle eine Waschmaschine zu Hause. Ja gut, in den kleinen Sozialwohnungen, die haben keine Waschmaschine. Hast du mal gesehen, wie die rumlaufen? Ja, gut. Ne, aber die wollen halt alle kein Geld ausgeben, das ist es. Ja. Ja. Aber willst du denn jetzt beim Dane jetzt anklopfen oder willst du nochmal auf uns zukommen lassen? Ich würde ihn auf uns zukommen lassen. Erstmal noch, ich bin ja dann erst mal eine Woche im Urlaub. Und dann nach dem Urlaub mal gucken, ne? Ich hoffe, ich habe gerade keinen schlechten Eindruck gemacht. Weiß ich nicht. Er ist jetzt die Wäsche fortbringen. Ja. Na. Naja, Max, wir quatschen dann nachher, ja? Ja. Alles klar, passen wir auf dich auf. Ja, und du machst dir nicht so viele Gedanken. Nee, ich mach mir jetzt schon Gedanken um dich, mein Junge. Na, ich werde jetzt nicht von der Brücke springen. Nee, der müsste ich ja hinterher springen. Damit ich dich auffangen kann. Und dann, nee, dann klatschen wir ja beide runter. Nee, das ist auch irgendwie, nee, das macht keinen Sinn. Der müsste vorher Bescheid sagen, damit ich unten eine fette Matratze hinlegen kann. Eine Matratze auf dem Wasser. Auf dem Wasser? Ja, Nee, wenn ich von der Max, ich Brücke kann doch springe. nicht schwimmen. Wie soll ich denn? Nee, das geht nicht. Ja, wann machst du jetzt deinen Schwimmkurs? Ja, wenn ich dann arbeitslos bin, da hab ich halt dann Zeit. Ja, also ich muss echt sagen, hätte ich nicht so viel an der Karte angestanden, hätte ich nicht die ganzen Ersparnisse, hätte ich jetzt die gleichen Probleme wie du. Ja, ne, wobei dadurch, dass wir jetzt zusammen wohnen, sind die Probleme erheblich weniger geworden, muss ich sagen. Ja, die WG rettet mich so ein bisschen jetzt gerade. Ja. Hat also im Nachhinein auch was Gutes noch mehr für mich, dass ich jetzt mit dir zusammen wohne. Ach, Junge. Ja, das ist alles nicht so einfach. Wir finden schon was. Na, wir finden immer eine Lösung. Übrigens, Ja. Max, ich glaube, wir werden demnächst mal eine Horrorfilm-Session machen. Ein Horrorfilm-Session. Ja. Oder irgendeine Filmsession. Wie kommst denn du jetzt auf die Idee? Ne, also wirklich eine Filmsession, eine richtig lange. So dass wir 12 Stunden Filme gucken. Ja. Da hätte ich mal richtig Lust zu, Max. Ei, Wirklich ei, ei. richtig Lust hätte ich dazu, Maximilian. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Na, no. Naja, Junge. Dann bis gleich. Bis gleich. 5 Sessionen. 12. Ich hab Brüste. Schalex, danke schön für den Follow.
Pizza und Pizza. Ja, da essen wir auf jeden Fall nebenbei. Machen wir ein bisschen Let's Schmaus oder so. Was ist denn mit der Nina? Ehrensache. Bin auch dabei. Ja. Ich mir doch gedacht, dass ihr... Ja, haltet mir die Stange. Der Slick hat da angerufen. Nee, kein Kochsel. Moin, moin. Moin, du hattest angerufen. Ja, ja, richtig. Und zwar geht's gar nicht so sehr, also es geht um Winterswäsche. Ja. Also quasi um deinen Chef. Ich würde gerne mit denen mal so ein Businessgespräch führen. Ist der demnächst mal erreichbar? Kann man den einfach so anpingen? Ist das so ein Vielbeschäftigter? Wie macht man das? Am besten über Venture tatsächlich. Also direkt anschreiben, ja? Direkt anschreiben, ja. Und deine Telefonnummer dazu, dann ruft er dich zurück. Ich kann dem aber auch sagen, dass du ihn angerufen hast, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ja, mach das doch mal und ich werde ihn selber nochmal kontaktieren. Ja, am besten also wirklich immer anschreiben, das ist, glaube ich, das Einfachste. Ja, ne? Meint es so. Super, ja, ja. Nee, tatsächlich, darum ging es nur. Alles klar, wie geht's dir jetzt? Hab ich gar nicht. Wie geht's deinem Käfer? Ja, mir geht's gut, ich kann widersprechen. Tut immer noch ein bisschen weh, aber wird auf jeden Fall besser. Das ist gut zu hören. Ja, doch, das war ja Gott sei Dank irgendwie so ein gerader Bruch, ne? Ja, nicht zum Glück gezackt, weißt du, wie du dann ausgesehen hättest. Ja, noch beschissener. Ja, eben. Da hättest du ja nie eine abgekriegt. Aber wenn der Kiefer noch schiefer wäre, dann wird die Nase wieder gerade. Ja, und ein schiefer Kiefer kann auch interessant wirken. Und zu sagen, du hast gegen einen Hai gekämpft oder so. Asymmetrie ist ja attraktiv, sagt Richtig, man, ne? Ganz genau. Richtig. Ja. Aber die Hai-Geschichte gefällt mir besser. Ja, du hast gegen einen Hai gekämpft und dann ist noch ein Puma mit dazu gesprungen. Ins Wasser. Ja, genau. Du bist ein absoluter Superheld, weißt du? Total. Du musst das gut verkaufen. Sofort. Ja, wenn du eine Geschichte hast, erzählst du mir und ich bestätige die dann immer. Ich habe den kaputten Kiefer, um es zu beweisen. Ja, und ich stelle mich dann immer daneben und sage, ja, das habe ich gesehen und ich hatte so eine Angst. Ja, aber dann muss ich dich jedes Mal anrufen, wenn das jemand anzweifelt. Ja, ne, ich bin eine Wingwoman. Ja, das ist cool, sowas braucht man. Richtig. Na gut, Slick, alles cool. Klar. Dann bis dann, nächstes, ja? Ja, bis dann, tschüss. Ciao. Was sind sie gerade gekracht? Genau. Böse Ilse. Den Kosten machen wir auf jeden Fall nicht. Wir werden ein paar Spiele spielen. Ich lasse mir das einfach. Probieren wir es nochmal beim Hugo. Jetzt ist der Chef eher wieder da als der Max. Ist ja verrückt. Ist ja verrückt, verrückt, verrückt. Wie gesagt, das ist gerade ein EP, auf das ich eigentlich nicht so wirklich Lust habe. So, dann ist es im nächsten Treibhaus arbeiten, wenn Slick Winter die Geschäftsidee unterbreitet hat. Also der Slick ist so ein ganz schwieriger Charakter, aber der Appeler macht das so gut. Das ist so ein guter Appeler. Muss man einfach auch mal loben. Ne? Zockerpansen, wer das noch nicht wusste. Richtig guter Appeler. Wenn jemand bei dem zuguckt oder so, könnt ihr mal liebe Grüße da lassen. Ich finde, das ist ein richtig guter Appeler. Kann man ja mal sagen. So. Ja, ich denke, wir machen das Ding dann hier wieder zu, die Buchte. Das bringt ja nichts. Nur zusehen, dass wir den Max irgendwo wieder einsammeln, wo auch immer der sich gerade rumtreibt. Wenn er nicht gerade überfallen wird. Das wäre natürlich... Boah, das i-Tüpfelchen, wenn er jetzt überfallen werden würde. Meine Fresse, wäre das lustig. Also... Das wäre echt lustig. Ja. So. Was
Chef ist drin. Du reist halt auch keinen, ne? Tja, sonderlich lange werde ich den Leuten dann, glaube ich, auch nicht mehr offen lassen. Man erreicht ja niemanden. Der Slick wollte dir eine Nachricht schreiben, also der beziehungsweise der wollte dich erreichen. Ich habe ihm jetzt gesagt, er soll wenn dann über Venture schreiben, wenn es was Geschäftliches ist. Wer ist das denn? Slick, Fingers, Carl Fingers heißt der eigentlich. Was will der von mir? Ich weiß nicht, der hat irgendwas welchen im Geschäftsding. Ich kann dir die Nummer geben, wenn du willst, ansonsten, ich habe ihm halt gesagt, er soll dann eine Venture-E-Mail schreiben. Nö, soll mir eine E-Mail schreiben. Ja. Ich rufe keinen. Wisst du auch nicht, was für ein Unternehmen er hätte. Wenn er nichts sagt, dann werde ich mich auch nicht melden. Ja, irgendein Pfandding ist das, glaube ich. Oder an den Verkauf, irgendwie sowas. Wie der Thrift Shop oder das Pfandhaus? Ja, so genau weiß ich das nicht. Der hängt immer mit dem Hugo ab, mit meinem Neff. Hat hier schon ein paar Mal Sachen vorbeigebracht. Das ist ähnlich, was da sagen kann. Pfandhaus gehört dem Shalom. Und der Thrift Shop ist aktuell zu. Hm. Vielleicht hat er das Ding übernommen. Ah, ne, Quatsch, der heißt ja jetzt irgendwie Jungle, leck mich am Arsch. Ja, welcome to the Dschungel. Ja, so in der Art. Ich bin immer noch für den Hutshop im Hut. Geführt von Laviska Shakir Tremani. Gesundheit. Ach ne. Na gut. Ich werde jetzt Feierabend machen, ne? Ja, mach das, wie gesagt. Ich mach dann auch gleich wieder zu, wenn ich jetzt niemanden erreiche. Ja, machst dann über Venture zu und dann ist gut. Ja, mach ich. Wichtig ist, diese Tür jetzt immer abschließen, ja? Ich schließe mal alle Türen ab. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber wichtig ist halt, dass die Tür immer kontrolliert wird, dass sie zu ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil hinten jetzt ab sofort Zugangskarten liegen und ist dann halt doppelt abgesichert. Alles klar. Gut, gut. Dann wünsche ich dir was. Ja, schönen Feierabend. Die Tage, ne? Sag deiner Freundin liebe Grüße. Mach ich, mach ich. Ja. Bis die Tage. Bis dann. Mach's schöne gut. Jacke. Sieht gut aus. Danke. War auch schön teuer. Bis dann. Etwas schöner Hintern. Ei, ei, ei. Nee, da wird man auf die alten Dörre noch fast ein bisschen schwach. Okay. Der musste jetzt sein. Ach nee, wenn ich 50 Jahre jünger wäre, mein Junge, da hätte ich ganz andere Sachen bieseln. So, okay. Ernstes RP. Was stehst du hier so einsam? Och ne, ich mach gleich wieder zu. Die Nina hatte zwar versucht, mich anzurufen, dann habe ich versucht, zurückzurufen, da geht sie wieder nicht mehr ans Telefon. Und die Lina hat mir geschrieben, hey Ilse, wie geht's dir, was hast du da so gemacht? Na, mir hat sie auch geschrieben. Da habe ich nur geschrieben, ja, ich hatte Sonntag einen Unfall und jetzt ist Arbeit geführt. Ja. Hat er John nochmal mit dir geredet? Ne, er hat nur gesagt, dass er jetzt Feierabend macht. Hm. Klopft zwölf Stunden. Wie bekloppt 12 Stunden Film gucken, ja. Ist doch toll. Film gucken, 12 Stunden, was willst du denn so lang gucken? Na, da fällt mir schon was ein. Ich bin nicht bekloppt, Junge. Ich weiß, hab ich auch nur so gesagt. Das sagt man nicht so. Nicht? Nee. Ach komm, nicht weinen. Okay. So. Ich würde sagen, ich mach die Buchte wieder zu, hör. Ich rufe vom ACLS an, hoffe ich. Ach ja, genau, dann rufst du erstmal an und wenn die dann erreichbar sind, dann machen wir los hier, dann mach ich die Laden zu. Ja. Schreiber. Hey. Ich habe mich um Max gekümmert.
hatte am Sonntag war das, ne? Einen Unfall. Oder war es Montag? In 10 Minuten soll ich da sein. Ach du Heiland, und noch unter Stress jetzt. Du bist doch immer ganz schnell im Umziehen. Ja, das ist richtig, aber ich muss ja noch bei Venture den Leuten zu machen. So, gut, dann gehe ich mich schnell umziehen und dann muss ich mich noch bei Venture einloggen, um den Leuten zu machen. Der gemeine Tastaturbefehl. Wirklich. Lohnt sich halt hier gar nicht heute. Also wirklich gar nicht. Achso. Haben wir keinen Platz, ne? Da schon. So. Ich verstehe es halt aus Arbeitgebersicht, verstehe ich das, dass wir nicht zusammen davon rumstehen sollen. Das verstehe ich aus Arbeitgebersicht, verstehe ich das. Insbesondere, weil halt ich mir denke, dass Winters Wäsche jetzt eigentlich so viel Umsatz abwirft. Ja, hierzu. Finde ich, tippt das, unterbrich sie nicht. Und kann ich mich aber gleich mal schnell, weil das kann ich gleich hier hinten fix machen. Oh, jetzt ein schönen Kaffee. Über Winters Wäsche einloggen. Info. So. Oh, jetzt sind wir mal vertippt. Du weißt halt nicht, ne? Es ist halt, was da noch dahinter steckt. Das ist halt das weiß man, wissen wir ja jetzt so nicht. So. Dann loggen wir uns auf unserem persönlichen mal kurz ein. Weekly Scout haben wir schon gelesen. Okay. So ein Text wird auch immer knapper. Ja. Ja, ich hatte jetzt keine Lust mehr, was einfallen zu lassen. Wir fahren jetzt den Max zum Dings. Und dann hinten ist zu, ne? Habe ich geguckt, ja. So, hier ist es dazu. Und ausstempeln. So. Ich weiß nicht, ob er dir das gesagt hat, die Zwischentür muss jetzt auch immer abgeschlossen sein. Ja. Okay. Weil hinten ja zwei Zugangskarten liegen. Huch. Ach Junge, morgen früh sieht die Welt schon wieder anders aus. Mal gucken. Hast du vor zu kündigen? Nö, dann geht's mir ja noch schlechter. Außerdem muss das Dream Team doch vereint bleiben. Das ist richtig, ja. Eben, was sollten sonst werden? Nee, ohne uns. Zusammen. So. Huch. Ui,
Jetzt war ich vom Gaspedal abgerutscht. Die Polizei muss schon mal ordentlich fahren. Nee. So. Oh, Sachse! Überlegst du, ob du dir noch einen anderen Job dazu suchst oder worüber denkst du noch? Ich wüsste nicht, was für ein Job. Ja. Ach, guck hier. Kein Wunder, dass du hier einen Unfall beißt, wenn die hier so rumliegen. Das war sogar, glaube ich, das Motorrad. Ist nicht dein Ernst, da wäre ich ja nochmal drüber gefahren. Ja. Und hast du mal mit dem geredet, ob man vielleicht die Lieferzeiten, ob du die spontan machen kannst oder sind die festgeschrieben? Sind festgeschrieben. Ach so, von der Firma oder was? Ja. Ja. Sonntags, dienstags, mittwochs, freitags. Und ja. Du hast ja gerade selber gesehen, wie schnell der Chef wieder da war. Und wenn die Maschinen laufen, brauche ich ja nicht daneben stehen. Naja, gut, aber wenn du sie holst und du machst die Wäsche, dann kannst du schon eingestempelt bleiben. Na, ich weiß ja nicht, wie der Chef das ansieht, mit seinem Sparkurs. Ich habe jetzt Zugriff, also nicht Zugriff, aber ich kann gucken aufs Konto und kann einzahlen. Ich musste husten. Hast du irgendwo gehupt? Hast du es gehört? Wo denn? Weiß ich nicht. Klang so, als wäre es von hinten hinter uns gewesen, der Wagen oder so. Da hupt doch keiner. Soll doch einfach vorbeifahren, wenn sie überholen wollen. Ich meine, ich war schon 35, ne? So. Hier ist die Steppstraße, daran erinnere ich mich von der Fahrschule. Ach Maximilian, ich mag das nicht, wenn du so unglücklich bist. Was soll ich denn sagen? Soll ich dir nachher noch ein frisches Marmeladenbrötchen schmieren? Nee, brauchst du nicht. Sag mir, dass alles wieder gut wird. Ich würde es gern sagen. Ja. Was kann ich denn machen, um dir zu helfen und um dich glücklich zu machen? Nichts Sexuelles, aus dem Alter bin ich raus. Daran dachte ich jetzt auch gar nicht. Nee, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was du machen könntest. Du hast ja genug eigene Probleme. Nee, aber ich will trotzdem, dass es dir gut geht. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt auf die Straße lande in 2 Wochen. Es regt mich einfach nur auf, dass ich jetzt von meinem ganzen Ersparten, dass da immer mehr runtergeht und nichts dazukommt. Ja, ne, wenn's ist, müssen wir welchen der Miete, da müsste weniger Miete bezahlen. Nee. Nein, ich will dir keine Probleme machen. Außerdem geht das noch. Du machst mir doch keine Probleme. Oh. Hallo. Hallo. Ich hatte vorhin angerufen, ich wollte mein Stratum abholen. Mein Stratum? Schnellen Namen für mich, dass ich nachschauen kann? Maximilian Schreiber. Ich weiß, die einzigen ehrlichen. Ja, ja. Ja. Gerade um. Jawohl. Hol ich den nach vorne, ja? Ja. Einen Moment. So. Ich geh mal gleich mal schnell. Können du erst sicher gucken? Ich muss ja auch noch Geld holen.
Kannst du nicht mit Karte bezahlen? Ich glaube nicht. What? Hä? Ach so, Gewinnkonto. Und da wird gespart? Willst du mich verarschen? Voll, jetzt muss ich immer aufpassen, dass ich nicht außersehen vom Falschen abhebe. Wo kommt denn die Kohle her? $20,000 ist nicht viel, ich weiß. Aber hier bei Ilse? Hä? Ja, haut alles hin. Na, das ist das Wichtigste. Ja. Oh Gott, ich warte. So, ich bin gleich drin, ja? Kann man mal den Ausrufezeichen Zeitbefehl machen, bitte? So. Wie lange sind wir denn schon? IC. IC. Nur die Miete schon mal rein für heute? Mhm. Ja. Haben wir nicht, wir sind schon 40k. Metzel, Dankeschön. Metzel war sogar schneller als der Sachse. Was ist denn da los? Oh, ah nee, Dagolord war der schnellste. Bam! Was? Kding! Bitte sehr. 2 Stunden. Ja, haben wir Miete wieder rein. Dankeschön. Mann, ihn da. Danke. Einen schönen Abend noch. Sehen wir uns dann zu Hause, Max? Ja. Alles klar, bis gleich, mein Junge. Ich muss auch kurz tanken und dann fahre ich los. Alles klar, ja. Soll ich öfters warten oder soll ich schon vorfahren? Kannst du machen, wie du willst. Ach, magst du jetzt eigentlich so ein Unglücks... Spätzchen? Ja, wir treffen uns dann bei dir zu Hause. Bei uns. Und bei uns. Zu Hause, ja? So heißt das, bei uns zu Hause. Ja. Ach, du machst mich fertig, Junge. Ich müsste dich heute Abend noch mal in den Arm nehmen. Ich mach uns dann einen Deal. Dann gucken wir schöne Filmchen. Und dann essen wir ein bisschen Eiscreme. Okay. Na, dann wird alles wieder gut. Vielleicht auch ein paar Gummibärchen. Klingt gut. Ja, dann bis gleich, ja. Mein Junge. Ja, zu bis Hause. Gleich. Das ist wirklich gerade... Ich verstehe aber auch die Perspektive, aus der es jetzt zum Beispiel John Winter spielt. Huch, hier hätte ich gar nicht rausfahren dürfen. Ach du Heiland, naja, jetzt bin ich rausgefahren. Geht schrucki zucki. Ich weiß von hier aus nicht, wie wir nach Hause kommen. Ja, die verstehe ich natürlich auch. Das ist halt der Nachteil daran, dass... Wie schnell das ging. Dass, wer streamt, ist immer besonders gut, wenn derjenige nicht sprechen kann. Ja, das macht sich immer besonders gut. Nein, das ist halt das... Der Server ist halt sehr... gerade in diesem Firmenbereich auf diese ganze Gewinnmaximierung, ja? Und da muss natürlich ein Firmeninhaber rumrechnen, ja? Deswegen verstehe ich das schon durchaus. Ich meine, es ist ja jetzt mal Real Talk, ja, im echten Leben, wenn du eine Abteilung hast und dann stehen zwei Mitarbeiter rum und beide haben nichts zu tun, ist das auch doof. Dann sagst du, ah, wechselt euch doch ab an der Stelle. Ne, wahr? Also, realistischer ist... Oh, Alter! Boah, wer hat mich jetzt erschreckt, Sachse?
Sie hat Eis im Kühlschrank? Die Ilse hat Eis im Kühlschrank, ja. Ilse ist so lieb, ne? Hm. Von allen Tasten. Falls ich erschrocken, sag sie. Sie hat Eis im Kühlschrank. Wir haben Eis zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob man das in Portionsgrößchen abfüllen kann. Das werden wir gleich mal probieren, wenn wir zu Hause sind. Oh, Ilse, jetzt bin ich aber rast hier. Ist halt einfach, ne? Ist halt einfach schwierig. Ja, ist halt, ja. Ja, die Ilse ist auf jeden Fall, ja, die Ilse ist halt eine liebe Omi, ne? Die, gerade wenn jemand, der ihr nahesteht, den es dem nicht gut geht, dann fühlt die mit. So, deswegen gucken wir jetzt gleich mal, ob es Portionsschälchen für das Eis gibt, weil dann kriegt der Max jetzt gleich noch ein Eis aufgedrückt. Hey, die Stöpsel doch hier, da muss er noch zurechte kommen, ne? Das einen freut, des anderen leid. Zeit für eine passende Weisheit. Ja, so ist das. Genau so ist das. Und Fakt ist halt, ne? Real Talk. Ilse ist für die Privatkunden eingestellt, Max für die Geschäftskunden. So ist das eben. Mei, wie spockt der denn hier? Muss ich nicht wundern, wenn es dann einen Unfall gibt. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier den Bordstein hochkomme. Ja, haben wir geschafft, nicht zauberhaft. Ich war bis ganz vor. Ich lüfte doch nicht so weit. So. Innere Stückchen Kämmerchen. So, da parken wir wieder. Perfekt, parken wir wieder. Gröschen. Magst du vielleicht jetzt ein Jönchen rauchen? Ein Joint. Da weiß ich doch nicht. Ich hab noch nie gekifft. Ach nee, dann nicht, dass du dann brichst. Jetzt geht's dir auch nicht gut genug, als dass ich dich anflammen könnte, dass du das selber wegmachst. Dann müsste ich schon noch aufräumen. Nein. Dann nicht, dann machen wir's, wenn's dir besser geht. Wieso willst du denn unbedingt mit mir einkiffen? Nein, weil's dir nicht gut geht, Junge. Ich will ja nur, dass du wieder ein bisschen glücklich bist. Ach nee. Setzt sich schon mal aufs Sofa, die Oma macht einen Film an. Ne, war? Okay, Oma Ilse. Ja, mein Junge. Na, setz dich hier hin, soll ich dir noch ein Kissen holen? Nee, brauchst du nicht. Ah ja, das mach ich. Nee, du hast ein Kissen zu wenig, ganz eindeutig. So. Hier, mein Junge, ich tue dir das hier in den Rücken. Danke. Nein. So. Ach, nein, brauchst du noch vielleicht ein Kuscheldeckchen? Braucht der Junge auch noch? So, da du mir schön die Beine mit einwickeln, dass du mir nicht frierst. Das ist aber lieb von dir. So, soll ich dir noch einen Kakao machen? Nein, doch. Aber ich kann dir noch einen Kakao machen. Aber ich mach dir gerne einen Kakao. Das ist ja doch nicht locker. Wer ruft denn jetzt? Oh. Meine Fresse, es gibt's auch nicht. Immer wenn ich... Ich bin nicht mehr da. Ich gucke jetzt einen Film aus, ja? Bist du sicher, dass du keinen Kakao willst? Nee, ich hab doch gesagt, du lässt ja eh keine Ruhe. Alles klar. Kakao kommt sofort.
So, Junge, da kriegst du noch was. Öfter ist ein bisschen warm, ne? Nicht, dass du dich verbrennst. So. Und nicht aufs Sofa kleckern, die Flecken gehen so schlecht raus, ne? Ja, und wenn du dich die Füße hochlegen willst, musst du aber die Schuhe ausziehen. Nee, ich setze mich nur hin. So, was haben wir denn? Was können wir denn dem Schönen noch aufschwätzen? Du, Ketchup ist vielleicht nicht das Wahre. Ja, Zwiebeln. Ja, das könnte man auch machen. So. Ja, Zigaretten raucht er ja auch nicht, der Schönen. Mensch, wenn ich wüsste, was ich dem Schönen noch Gutes tun könnte. Mir tut es ja so leid, der arme Junge. Nee, was könnte ich denn dem Jungen jetzt noch anbieten? Ach, weiß ich auch nicht, Tee vielleicht zur Beruhigung? Ja, vielleicht Bierchen? Nee, wenn er traurig ist und verletzt, kann er kein Bierchen trinken. Nachos vielleicht? Ja, Nachos, das könnten gefallen. Was biete ich denn an Nachos? Gemüse ist eigentlich gesund. Vielleicht ist er da. Ja, Gemüse macht nicht glücklich. Nee, Gemüse macht nicht glücklich. Ach, naja, Gyros. Ja, das könnten vielleicht auch glücklich machen, den Schimmel. Ei. Ist jetzt auch nicht Obstsalat. Nee, das ist definitiv nicht zum glücklich werden. Nee, Hackfleisch. Nee, das kannst du nicht anbieten. Das Gelaber. Bla, Frischkäse. Bla. Nee, Spiegelei. Nee, vielleicht doch die Nachos dem Schirm noch hinstellen. Also, was machst du da so lange? Nicht, mein Junge. Na, vielleicht doch die Nachos mit Käse? Ja, das könnten vielleicht auch glücklich machen, paar Nachos. Oh, Kaffee nicht, das putscht zu oft, das können wir ihm jetzt nicht antun. Mag er ja auch nicht. Alkohol kann er auch nicht trinken jetzt. Ja, obwohl ein kleines Bierchen kennt er schon vertragen. Den Tequila nehme ich mir auf jeden Fall, den muss ich gleich mal hintergeben, ja. Eine Schlangenschnackenkappe in Nacken, ach du Heiland. So, das hat ja keiner gesehen, dass ich den jetzt fix hinter der Kühlschrank, die ich mir hinter die Binde gegeben habe. Nee, das hat er nicht gesehen. So, haben wir denn noch Gummibärchen da vielleicht? Nee, Gummibärchen haben wir nicht. Doch, wir haben doch bestimmt noch hier hinten irgendwo Gummibärchen für den Schön. Oder ein Täfelchen Schokolade, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob der die Schokolade mit Nissen mag oder ohne. Ja, notfalls muss er die Nüsse rausspucken, das geht schon. Naja, die kann man dann später auch noch verschenken. Die tun wir, wenn er sie nicht mag, kann man sie in ein Schälchen tun. Das kann man dann den nächsten Gast hinstellen, das geht schon. Oder vielleicht, naja, ich weiß auch nicht, nee, Obst ist nicht. Vielleicht Beruhigungskerzchen anzünden. Ja, das hilft vielleicht auch. Ja, mein Junge? Was läufst du die ganze Zeit rum? Nicht. Ich überlege nur noch, Junge. Was denn? Magst du Nüsse in deiner Schokolade? Ja. Na, dann ist schon gut. Dann lege ich dir hier das Däffelchen hin. Wenn du sie doch nicht magst, ich kann noch ein Schüsselchen holen, da kannst du reinspucken. Und dann den Busfahrer anbieten? Nee, doch nicht den Busfahrer anbieten. Wer macht denn sowas? Ja, wer spuckt denn die Nüsse in die Schale? Was denn für... Nee, das... Nee. Vielleicht ein bisschen Romantik... Nee, romantische Musik ist jetzt auch nicht. Nee, sind es hier so heute Dötten Musik? Was ist denn jetzt los? Das ist ja... Ach, Junge, nicht, ich überlege, wie ich dich glücklich machen kann. Mich glücklich machen kann? Ja, nichts Sexuelles, ja?
Ja, nee, sowas, so eine WG sind wir ja nicht. Nee, das sind wir nicht. Sehzeuge zusammenstecken passiert hier nicht mehr. Was zusammenstecken? Die Sehzeuge. Das sind die Zeuge, mit denen du siehst. Ach so. Ja, deswegen heißt das so, Sehzeuge. Sehzeuge. Ja, ganz genau. Hör ich das erste Mal. Wie? Hörst du das? Das ist das Ding, was du zwischen den Beinen hast, Junge. Ja, aber den Begriff. Sehzeuge. Ja, kenn ich nicht. Ja, das sind die Zeuge, mit denen du siehst. Ist doch logisch, oder nicht? Och, willst du vielleicht noch ein Gemüschen? Nee. Noch ein Deckchen? Du hast mir schon eine Decke gegeben. Ja, ich kann dir auch noch eine Decke holen, mein Junge. Nicht, dass du mir frierst. Nee, ich friere nicht. Bist du dir sicher? Aber vielleicht frierst du ja später. Nein, ist alles gut. Och, Junge, ich will doch nur, dass es dir gut geht. Ja, mir geht's auch gut. Ja, ach, die Oma nervt solang die, oder noch. Solange dir nichts passiert, ist alles gut. Ja, nee, mir geht's auch gut, aber mir geht's nicht gut, wenn's dir nicht gut geht, mein Junge. Ach, ich weiß, Tante nervt ein bisschen noch, aber man muss schon auch ein bisschen öfter... Ein Pornomagazin, das ist es. Ilse, warum hast du Pornos? Nein, hier ist kein Pornomagazin. Vielleicht hab ich schon ein Porno irgendwo stehen. Warum hast du überhaupt welche? Ach, hier, ja, hier hab ich ein Porno. Ilse. Reife Frauen ab 60 werden von harten Dingern gebumst. Ja, das ist, klingt gut, das gefällt dem Jungen bestimmt. Warum hast du sowas? Von meinem verstorbenen Mann noch. Ach so. Ja, magst du lieber. Was? Von dem ersten oder dem von zweiten? Von beiden. Ich hab das öfter gehoben. Wenn man mal ein Filmchen gucken will. Nein, nicht, dass du das bist. Möchtest du lieber Schneeflitschen gucken? Ich will keine Pornos. Nicht. Ein Horrorfilm oder so. Ein Horrorfilm oder so. Mach ich dir an. Ja. Setz aber dich nicht, aber wieder aber, hin, aber Junge. Aber nicht, dass du dich wieder hinter dem Kissen versteckst. Ja, nee. Setz dich jetzt hier hin, öff deine vier Buchstaben, dann deck ich dich Oma wieder Ilse. Zu. So, auch ja, das Kissen muss wieder in den Rücken. So. Ja, Oma Ilse. Soll ich dir nochmal mit Voltaren einschmieren? Was willst du mir dann einschmieren? Ne, nicht den, nicht das Sehzeug. Ich mach dir jetzt einen Horrorfilm an, ja? Ja. Und du musst mir nichts einschmieren. Wieso denn nicht? Du musst dich nicht schämen, Junge. Du hast nicht, was ich noch nicht gesehen hätte. Ja, von mir aber hast du es noch nicht gesehen. Das muss auch nicht sein. Ne, ist denn deiner anders als andere? Außerdem, hast du etwa dort Schmerzen? Nein. Wie kommst du denn darauf dann, dass ich das mit Voltaren einschmieren könnte? Hast du doch gerade gesagt. Ja, den Rücken wollte ich dir einschmieren. Das hast du gerade nicht gesagt. Ach, Junge. Du hast gerade gesagt, das Sägezeug. Nee, wie kommst du denn auf sowas? Weil du das gerade selber gesagt hast, Ilse. Ja, und weil du immer so versaut denkst. Du bist ja so, in dem Alter ist das auch noch normal, da stehst du ja auch noch in der Blüte deines Samens, ja, ja. Weil du denkst, ich denke so, weil du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. So ist es nämlich. Ja, aber du hast mir ja gerade einen Vorschlag gemacht. Ich hab das Stichei mir. Ja, aber ich dachte nicht, dass der Junge, weil er ja noch in der Blüte seines Sams steht, jetzt an was Versautes denkt. Den hab ich ja nicht. Du hast es ja angesprochen. Was hab ich angesprochen? Du hast gesagt, du dein Schniedelwutz. Nee. Doch, hast du gesagt. Nee. Doch, hast du gesagt. Nee, Junge. Babam, Schniedelwutz. Also. Den schmierst du nicht ein. Aber wenn du Schmerzen hast, müssen wir noch mal ins MD. Nein, müssen wir nicht. Gut. Ja, und deiner Prostata geht's auch noch gut, ja? Ja, da geht's gut. Die wurde letzte Woche kontrolliert. Ja, aber das kann sich ja so schnell ändern. Nicht innerhalb einer Woche. Nicht. Na, dann ist schon gut. Nee, da bin ich beruhigt, mein Junge. Soll ich dir dann noch ein bisschen übers Käppel streicheln? Beim Film gucken? Wieso das denn?
Na, damit du schöner schlafen kannst. Nee, ist wahrscheinlich auch eine Quatschidee, ne wahr? Ja, das macht dir noch einen falschen Eindruck. Aber ich kennt. Ach, falschen Eindruck. Ich bin 76, wenn ich dir übers Käppel streich, macht das keinen falschen Eindruck. Das dient zur Beruhigung. Reicht das schon immer, dass du bei Horrorfilmen an mir näher rankommst, so irgendwie? Ja, um dich zu beschützen, mein Junge. Das sagt man dann so. Was? Ach ne, was du denkst, nee. Nee, ich meinte, weil du Angst hast. Ich hab überhaupt keine Angst. Gedacht. Ich hab überhaupt keine Angst. Ja, aber jetzt hast du gerade wieder versucht gedacht. Was hab ich gedacht? Ja. Weil ich meinte, dass, weil du Angst hast und du hast schon wieder was Versorgtes gedacht. Was habe ich denn gedacht? Na, weiß ich noch nicht. Aber du hast nicht gedacht, dass ich auf die Angst beziehe, dass du immer näher rutschst. Nee, weil du gerade noch über deinen Schniedelwitz geredet hast. Na, du hast schon wieder angefangen. Ach, Maximilian Schreiber, so nicht. Freundchen, söhnisch. Hä? Brauchst du noch ein Deckchen? Nein, zum dritten Mal. Brauche ich nicht. Ja. Willst du noch ein bisschen Obstsalat schnecken? Oder Nachos mit Käse? Nein, möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Mach dir lieber was zu knabbern fertig. Wenn du dann nachher noch Nachos mit Käse willst, müsst du Bescheid sagen. Da gehe ich noch mal und mach dir noch fertig, ne? Ja. Alles klar, jetzt machst du aber erst mal einen Film an, ja? Ja, mach das. Ah, schön, schön, schön. Das musste jetzt noch sein. Ich musste ihn jetzt noch ein bisschen ärgern. Den Sirius musste ich jetzt noch ein bisschen ärgern. Max hatte eine Hafenrundfahrt, ja? Max hatte eine Hafenrundfahrt. Ich hab die auf dem Tisch. Das ist die Beste, ne? Komm, ey, ganz ehrlich, ja. Die meint es ja gut. Die meint es ja alles lieb. So, ich rate euch zu. Wir gucken mal, wer so live ist. Der Chef ist natürlich nicht da. Fuzzi und du. Landi ist auch nicht da. Hat jemand jemanden, der da ist? Einen kleineren Streamer? Zockerpanzen und Lux sind online. Okay, Zocker hat 4 Zuschauer. Der Lux hat 2. Ich schicke euch trotzdem, da wir heute mit dem Zockerpanzen zu tun hatten, mit dem Schlick, schicke ich euch zu Slick. Seid lieb. Ja, wie gesagt, ich halte den für einen großartigen Appealer. Zudem rate ich euch jetzt hinten. Kommt, 11 Leute, können wir ein bisschen mehr anschließen. Hä? Achso, wir sind nur noch 11. Hahaha. Alles klar. Dann einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und Dankeschön für euren wahnsinnigen Support. Für eure krasse Unterstützung. Und der 12-Stunden-Stream kommt. So, so einfach sieht's aus. Ich bedanke mich bei euch. Lasst dem Slick liebe Grüße da, dem Zockerpanzen. Und macht's gut. Gute Nacht. Tschüss.